und los geht's. Ich kämpfe gegen mich selber. Nice. Das weckt schlechte Erinnerungen. Nee. Nein. Despoter. Shaman. Au. 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 Das Raumfahrtzentrum ist vor oder hinter dem Meteor-Dings-Krams. Okay, dann hätten wir das schon früher holen können. Ich hätte schon viel eher also eins haben. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ach scheiße, noch ein Trainer. Okay, dann suche ich dir jetzt aber den Stein dafür raus für diesen Fehler. Hab grad eh nichts Besseres zu tun. Ein Hypno. Wild? Nee, Trainer. Pass auf, es ist ein Trainer. Es ist ein Psycho-Pokémon. Bitte bring nichts um. Bitte. Hab ich nicht vor. Gedankengut. Es schläft. Ha, sehr gut. Hat es vorher Seher eingesetzt? Nein. Sicher? Ja. Gut. Oh, es gibt einen Attackenerinnerer. Wir können alte Moves ja auch schon beibringen, schon länger. Ups. Was? Ein Attackenerinnerer. Du kannst alte Moves-Pokémon beibringen, die sie früher mal kannten. Okay. Oh! Damit könnte ich... Schlagbohrer? Damit könnte ich Shana Knuddler und so beibringen. Also nicht der Shana, Ersa, aber... Was ist Schlagbohrer? Ah, das Raumfahrtzentrum ist auf einer Insel. Da waren wir noch nicht. Oh. Da ist auch die siebte Arena. Okay. Also es wird doch alles richtig, was ich im Kopf hatte. Okay. Schlagbohrer gegen Gähner, Ruheort, Geheimpower und Antikkraft? Warte, über wen redest du? Relikant? Dummiesel? Nein, Dummiesel. Schlagbohrer. Ist das ein normaler Move? Bodenmove. Anwender rammt das Ziel, während er seinen Körper mit hoher... Nur 80 Stärke und 95 Genauigkeit. Und hohe Volltrefferquote. Ja, aber komm, du kriegst keinen Step drauf. Und hat keine 100% Genauigkeit. Wir spielen lieber safe mit Dummiesel. Ja. Das ist eindeutig die bessere Fähigkeit. Oh, ich sitze jetzt ziemlich kacke gerade. Fällt mir gerade auf. Ups. Ja. Ich hoffe, ich war jetzt nicht sehr leise die ganze Zeit. Bei mir warst du normal laut. Das heißt nichts. Richtig. Ist das Heikos Raum? Ah, das ist der Fanclub von... Wie hieß sie jetzt? Xenia und ihrem Wablu. Oh. Man nicht irgendwo noch ein... Ach nee, ich glaube, der Meisterball kriegt man ja erst in der Geheimbasis von Team Magma und Aqua. Ja. So, auf in die Stadt heilen. Dann den Kampf starten. Das war nicht das Pokécenter. Was war das? Mein Nacken. Hab auch gemacht. Das ist Heikos Haus. Alter, hier steht vier. Heiko hat hier ein Haus? Nicht Heiko, sorry. Den Typen, den wir. Der Champ. Ah. Wir gerade, Troy. Troys Haus ist hier irgendwo. Hier sind gerade Vierlinge, die alle mit dem DS gegeneinander spielen. Okay. Und zwar spielen sie gegeneinander und spielen. Poke-Wettbewerbe gegeneinander. Ne, hab ich jetzt Patrott? Ja, ich hab Patrott zu erinnern. Dings weg. So, ich stelle mich jetzt dem Kampf mit Dummiesel an erster Stelle. Warte, welchem Kampf? Dem Typen oder wie? Ja.
du hast ihm den Rauch gegeben, ne? Ja. Ich glaube, du hast das Zauberwasser auf einem Pokémon noch drauf gehabt letztes Mal. Ich hab's, glaube ich. Pokémon, wo ich Zauberwasser drauf habe. Doch, ich hab's letztes Mal gefunden gehabt für dich, als es auf der Box, auf der Todesbox lag. Da war kein Zauberwasser. Eigentlich müsstest du es besitzen. Wirklich nicht. Okay. Guck mal nach der Aufnahme, ich wette, ich finde es. Egal. Was sind das hier für Häuser? Egal. Unten ist nichts Besonderes. Also wir treffen noch mal kurz los. Leite mal nicht mit Dummiesel. Leite mit irgendwas Starkem. Ich glaube, Lucario. Nidoking ist schlauer? Weiß nicht. Kannst du mit Lucario leiden. Hoffen wir mal, das kann... das. Ja, leite mit Lucario. Gute Idee. Du kannst bei Feuer-Pokémon immer noch die Bälder rauswechseln ohne Probleme. Bei Psycho-Pokémon? Genau. Gegen die Beldra. Habe ich nicht Seetachin gesagt? Nee, du hast Libendra gesagt. Aber du hast genau gesagt. Das wird zugestimmt. Und los geht's. Ich kämpfe gegen mich selber. Nice. Das weckt schlechte Erinnerungen. Nee. Nein. Despotar. Shaman. Oh. Ich hab nichts gegen Pflanzen. Warte, ich denke gerade. Effektivitätstabelle. Ich hab kein Feuer, ich hab kein Eis. Ich hab einen Gift-Boot-Typ. Du könntest Kabel reinmachen. Pflanze ist nicht sehr effektiv, weil es halt auf Stahl nicht sehr effektiv ist. Und auf Kampf normal. Kampf auf Pflanze normal? Pflanze ist auf Kampf normal und Pflanze ist auf Stahl nicht sehr effektiv. Und Kampf auf Pflanze normal? Das ist normal, ja. Gut. Und Stahl auf Pflanze ist auch normal, neutral. Zauberblatt. Macht wenig Schaden. Sag mir, was wenig Schaden macht. Ja. 18. Das erste könnte mein stärkstes sein. Welches Level ist es? 42? 40. Hm. Okay, beim anderen Trainer war es 42 das erste. Ach, hier war ich schon. Bin ich durch mit dem Gebiet? Gut, den ersten Kampf habe ich safe gespielt. Mich geboostet. Wie hoch war die Arena? Das willst du nicht wissen. 49. Okay. Ein Vieh-Schuh. Kampf. Ja. Lucario drin lassen oder nicht? Nein. Rival Kampf auf Kampf? Neutral. Nee, das ist effektiv für dich. Nein. Hast du ein Flug-Pokémon? Nein. Und Stahl? Kampf auf Stahl? Flug ist gut gegen Kampf. Psycho ist gut gegen Kampf. Fee ist gut gegen Kampf. Das war's. Ich meine nur, weil ich Lucario gerade plus 3 habe. Angriff. Ach so. Ja, Kampf auf Stahl ist sehr effektiv. Okay, dann wechsle ich raus, falls er schneller ist. Warte, lass mich kurz überlegen. Du bist halt auch sehr effektiv auf ihn und er ist plus 3, das meine ich. Richtig. Wie viel Leben hast du? 115. Von? 152. Hm. Ja, was willst du reinwechseln, ist die Frage, wenn du jetzt rauswechselst. Seedraking. Hast du ein Flug-Pokémon? Nein. Immer noch. Ah, sorry, ich bin halt ein bisschen... Seedraking. Warte mal, Kampf auf Wasser ist neutral, Kampf auf Drache ist auch neutral. Warum? Ich könnte auch Nidoking reinwechseln. Aber Kampf auf Boden? Nee, du hast recht, Stahlmoves werden ja auch resistiert, ne? Warte mal, Kampf auf Boden, Gift. Kampf ist nicht sehr effektiv auf Gift, ne? Ja. Und Stahl ist doch beides neutral. Ja, nimm mal Nidoking lieber. Du hast doch bestimmt einen Bodenmove drauf, oder? Ja. Dann triffst du ihn sehr effektiv damit, das ist gut. Ich habe auch einen Giftmove drauf. Das ist mir egal. Gift auf Stahl? Bist du... Was? Bitte? Das ist kein Stahl. Das ist reines Kampffähig. Lucario? Nein, Wishu. Ach ja, wie, ich ging jetzt einfach aus, dass ihr beide Lucario seid. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich auf Stahl gedacht habe.
Ich bin schon mit ganz Knille. Ich gehe jetzt. Es hat mich geparat. Ach, fuck. Stimmt, ich darf ja nur die Pokémon mitnehmen, die du gerade dabei hast. Ich guck mal kurz, wie mein Team dann aussehen würde. Eigentlich gar nicht so schlecht, dein Team. So. Ja, aber ich will schon mal in die Safari-Zone gehen. Für die Safari-Zone würde ich sowieso komplett andere Pokémon mitnehmen. Viskogon. Hatte ich das nicht heute schon mal? Ja, aber gerade wenn ich in die Safari-Zone gehen möchte, muss ich ja trotzdem gucken, was du gerade dabei hast, weil ich nichts anderes dabei haben darf, weil du alle 6 Pokémon brauchst wahrscheinlich. Drache! Was war effektiv gegen Drache? Nur Drache. Fee. Ja, hab ich nicht. Eis. Drache. Hab ich alles nicht. Du hast kein. Ach, du hast keinen Aurora-Schrott auf Citra-Gegner? Nö. Und dann wäre ich auch ziemlich am Arsch. Drache ist nur sehr effektiv auf Drache, du könntest trotzdem Seta finden, obwohl Wasser ist nicht sehr effektiv, ne? Richtig. Ich könnte mit Misaka spielen, Luana ein bisschen. Ich überlege gerade noch, Drache auf Stahl ist neutral, Drache auf Kampf ist auch neutral. Kampf ist. Ach, der Stahl. Lehmbrühe, Body Slam, Dresch, Flegel und Regentanz. Vielleicht auch Feuerode. Was redest du? Die Attacken, die es drauf hat. Warte, wer? Mein Gegner. Woher weißt du das? Weil ich es gerade nachgeguckt habe. Ah. Viskogon. Nochmal bitte. Typ Drache. Ja, ja, die Attacken nochmal. Lehmbrühe, Body Slam, Dreschflegel, Regentanz, vielleicht auch Feuerodem noch. Aber Drachenpuls hat es sicher noch nicht drauf. Nidoking oder Lucario, ne? Würde ich sagen. Ich trete mich die ganze Zeit selber. Ich weiß nicht warum. Lass das. Ja, danke. Hilfreich. Seetraking hast du dabei. Dann müsste ich eigentlich mein Burabelchen mitnehmen. Was war dein 6. Pokémon jetzt? Meistergriff, ne? Meistergriff. Und das Relaxus weg. Hast du Iguana noch dabei? Ja. Okay. Dann müsste das Team so stimmen. Die Dokeln? Ja. Nicht zum Schwächen mit dem Team. Body Slam hat mich verwirrt. Body Slam kann ich verwirren. Gepara, Entschuldigung. Ah. Gibt schon mehr Sinn. Bin auf minus 2 Speed jetzt und auf plus 2 Angriff. Setzt als nächstes Logok ein. Pokémon wechseln. Nidoking, warte mal. Wie ist Feuer auf. Kampf ist nicht richtig auf Gift, das wäre gut. Und Feuer ist normal auf Boden. Nidoking? Ich habe ein Wasser-Pokémon. Ist natürlich auch eine gute Idee. Ich bin so knille gerade durch das Wetter, ich muss was trinken noch. Mann, ich chill die ganze Zeit überall rum. Ich geh jetzt in die Safari-Zone. Tut mir leid. Alles gut. Miltank. Weiterkämpfen. Ich hole mir noch einen Trainer von draußen. Ich habe jetzt leider keinen Relaxo dabei, ist ein bisschen gefährlicher, ne? Aber im Notfall muss ich Meistergriff abwerfen von dir. Die alle Body Slam drauf haben. Dicken Dinger. Vielleicht sollte ich bis zum Trainer noch was anderes mitnehmen. Habe ich irgendwas Gutes zum Schwächen eigentlich? Bin gleich durch. Gut. Ah, du bist gleich durch. Ja. Dann würde ich gerne ein paar Punga. Amaroso war Wasser. Ah. Gestein, Pflanzegestein. Amoroso war Wassergestein. Pokémon wechseln.
Iguana. Gestein effektiv auf Elektro? Warte. Nö, normal. Gut. Aber Elektro auf sich selber ist noch. Ich bin durch, du sollst mir gerade keine wichtigen Fragen mehr stellen. Okay. Tuska. Also ich bin relativ happy mit Relaxo hier, muss ich ehrlich sagen. Dornrakete. Wie viele Pokémon fehlen denn noch beim Typen? Ein oder zwei. Wirst du Meistergriff noch verwenden? Glaube nicht. Okay. Dann tausche ich jetzt aus. Und sobald ich sicher weiß, dass du es nicht verwenden wirst, werde ich Papunga auch benutzen. Er ist K.O. Also du hast ihn besiegt. Ja. Dann kann ich ja mit ziemlicher Sicherheit. Ich möchte Schafax dabei haben. Ja, kümmern wir uns sofort drum. Erstmal möchte ich Papunga dabei haben, weil das mein Main Schwäche. Hier läuft ein Rüpel rum. Rüpel zurück. Ah, das ist die Arena. Du möchtest Schafax mitnehmen, hast du gesagt, ne? Ja. Leg mal, also für Schafax kannst du Iguana ablegen. Ja. Und für Meistergriff nimmst du Brokkolos mit und dann passt es. Wo finde ich jetzt das Dingschen? Welches Dingschen? Welches Dingschen? Das Haus. Welches Haus? Für den Sonnenstein. In der nächsten Stadt, da müssen wir doch hinschwimmen. Aber ist hier nicht die siebte Arena? Nein, ich habe mich auch getäuscht. Wir müssen dafür einfach rechts rüber schwimmen, ganz weit. Und das machen wir nicht mal in dieser Aufnahme. Okay. Aber das machen wir noch vor der Arena. Ich habe gerade Erholung erhalten, die TM. Erhalten? Wo? Ja. In dem Haus, hinter der Arena irgendwo. Und die Pokeflöte. Okay. Weckt schlafende Pokémon auf wie Relaxo. Aber was macht das hier? Schläft wahrscheinlich im Kampf-Pokémon, die schlafen auf? Kann ich mir vorstellen. Was wollte ich mitnehmen? Du, Dino, wegen Schafax. Jetzt hab ich's. Ich geh jetzt. Wir haben Zeit. Wir holen jetzt noch die Encounter aus der Safari-Zone und dann machen wir Schluss wahrscheinlich. Okay. Für Meistergriff Schafax, habe ich gehört. Was noch? Kommt man da rein? Ohne Zerschneider? Vermutlich ja, aber ich glaube, der müsste, glaube ich, einen Doppelkampf machen. Muss einen Doppelkampf machen. Ja, dachte ich mir. Dann nehme ich einen Thermopfer mit. Wofür? Ja, ich guck gerade mal. Möchtest du. Lass mal Lucario ablegen. Okay. Und dafür nehme ich mein TM-Opfer Despotar Zerschneider mit. Darf ich Snobilikat dafür mitnehmen? Klar. Wegen Zerschneider? Ja. Ach so, ja, klar. Dann ist es nur bei mir ein TM-Opfer. Ich darf es halt nicht benutzen. Du kannst Snobilikat benutzen im Notfall. Wäre halt so gesehen eigentlich sexy. Du hast ja nicht den Partner dafür bei. Ja, also du kannst es mitnehmen. Also, wenn es jetzt stirbt, ist halt der Partner trotzdem tot. Okay. Und ich kann es halt. Es wäre so, als wäre der Partner schlafen und ich würde ihn deswegen nicht benutzen. Prinzipiell ist das alles okay. Solange wir nicht. Hier gibt's auch Lippomentas. Das ist doch Moment. Ja, dann fang es. Geht nicht. Wie? Da, wo ich Relaxo gefangen habe, ich bin noch nicht da. Oh. Wo war denn hier der Pokémarkt? Ich weiß nicht, ob ich noch Bälle habe. Du hast noch Bälle. Ich hätte ja auch ein paar Nekon bekommen können, anstatt Relaxo. Ich hätte auch ein. Was weiß ich was, Niveau bekommen können. Ach ja, sag mir Bescheid, wenn du du weißt schon was betrittst, okay? Doppelkampf? Die Safari-Zone. Diesen Doppelkampf umgehst du, indem du was mit Zerschneider mitnimmst. Achso. Das müssen wir uns gerade nicht antun. Nicht, wenn wir nur
unser halbes Team richtig dabei haben, weil wir fangen möchten. Dodri. Und wir kriegen noch ein bisschen was in dem Vorraum. Echt, was kriegen wir da noch? Warte. Ich glaube, irgendeine TM. Ach, Traumfresser. Oh, geil. Also gehe ich den Doppelkampf. Richtig. Okay. Oh, jetzt setze ich mich ordentlich hin, mich wieder. Und geh jetzt rein. Ach ja, apropos, wenn du in der Falle drin bist, sag bitte Bescheid, okay? Ja, ich habe sie gerade betreten. Bist du schon da, was Krasses? Nein. Du musst mir jetzt genau zuhören. Ja. Weil die Zonen werden nicht angezeigt im Game. Ich habe gerade Traumfresser erhalten. Safari-Zone. Also. Sag mir Bescheid, wenn du das krass betrittst, und dann erkläre ich kurz was. Ja. So. Wenn du reinkommst, siehst du nördlich und westlich krass. Okay? Und kriegt ihr eigentlich keine Bälle? Nein. Wir können im Notfall neue holen, wenn wir keine mehr haben. Jetzt lass uns erstmal weitergehen. Also, okay. Gehst rein. So, du gehst einfach zum linken Gras. Hab sie betreten, ja. Aber gehst noch nicht rein. Erstmal vor das linke Gras und hörst mir zu. Dieser gesamte. Vor das linke. Nicht das geradeaus. Genau, nur das linke. So. Dieser gesamte Büschel hier vom linken, ja, ist in Zone 1. Das heißt, du gehst jetzt durch und machst so weit links wie möglich, holst du dir den Encounter. Okay. So weit links wie möglich. Weil das Gras links davon ist schon Zone 2. Okay. Gut. Dupsklaus, was hast du? Dupsklaus, theoretisch. Was hast du? Trikepalo. Die Weiterentwicklung von deinem Duo Dino. Ich flieh mal, dann guck ich mal den Partner an. Ich hab Dummiesel. Dupsklaus. Ich wechsle zuerst. Bei dir ist es nämlich ein ganz okayes Pokémon. Da kann ich, also, ich guck erstmal nach, was könnte ich denn. Lernt das überhaupt noch Attacken? Guck mal nach, du hast Zeit gerade. Falls ja, fange ich es mir. Okay, das muss ich leider nehmen. Das erste Elektro-Pokémon. Das erste Elektro-Pokémon dieser Stelle. Unglaublich. Und ich habe Megastein dafür. Das ist doch unglaublich. Was? Ach nee, sorry. Oder? Nee, sorry. Ich habe das Pokémon verwechselt. Ich habe Luxio. Da gibt es kein Mega. Oh. Weiterentwicklung ist Luxtra. Mhm. Aber ich habe Elektro-Pokémon. Jetzt die Frage. Willst du das Pokémon haben? Guck mal nach, ob es Attacken erlernt. Ist eine gute Idee. Du hast nachher noch die TM. Wie heißt die? Die stärkste Drachenattacke. Drakometeor. Kriegst du nachher was TM geschenkt, ja. Es lernt auf jeden Fall noch Drachenpuls, Kraftschub, Drachenstoß, Body Slam. Ich möchte es mit Stachelspuren paralysieren, ne? Wasserschale. Ja. Es greift an mit einem Elektro-Move und paralysiert mich. Und in der nächsten Runde bist und lässt mich zurückschrecken. Und in der dritten Runde. Doch, der vierte Krankenwagen. Ich hab zwar noch keinen Namen mir gerade dafür überlegt, aber ich werde mir fangen. Ich werde es wahrscheinlich nicht schwächen können. Ich bin verwirrt und geparat und es jetzt bis einer mich zu flinchen. Ich werde nie wieder drankommen. Nie wieder. Ich setze meinen ersten Flottball ein. Ach, wieso hat Stachelspuren keine Wirkung? Ich hab's gefangen. Hä? Gegen was kämpfst du? Luxio! Trägt es eine Brille? Würde mich wundern. Kann es eine Brille tragen? Luxio. Es kann keine Items tragen. Die können auch random welche tragen. Da kann ich es nicht schwächen. Was habe ich für Pokémon dabei? War Wasser nicht sehr effektiv auf Elektro? Ach, ist ein Unlicht. War Wasser nicht sehr effektiv auf Elektro? Wasser ist eigentlich nicht sehr effektiv. Sehr effektiv wäre höchstens Boden. Der Rest ist normal bzw. nur halb so effektiv. Ich muss meine Pokémon durchlesen, was davon. Ach, ich glaube, ich habe ich Drachenwut noch?
Nein, ich habe gewechselt. Ich wollte Bericht lesen. Ah. Das erste Pokémon macht gleich Probleme. Hat es Bedrohr? Brüller! Wenn es Brüller trifft, haben wir keinen Encounter. Es ist gelb. Ich muss jetzt jede Runde Bälle werfen und hoffen, dass es drin bleibt. Sonst haben wir keinen Encounter. Ja. Er ist da bald drin. Bruder ging daneben, ne? Och, Glück gehabt. Gut, ich brauche einen Namen. Für ein weibliches Drachen-Pokémon mit drei Köpfen. Ich nenne es Hydra. Big Mom. Ist auch ein Drache mit drei Köpfen. Ja. Wow. Darf ich es Hydra nennen? Ich nenne es Hydra. Ich werde gerade gemobbt, ne? Mein Despot ist Level abgekommen, ich den fangen und wollte in der Attacke erlernen. Okay. Wie gibt es Team, wenn man eine Elektroschwäche hat? Ich muss auch einen Spitznamen geben. Bist du männlich? Bist du männlich? Ich hab's Hydra genannt. Weiblich. Ich nenn's Arkeno aus Highschool DxD. Zum Glück habe ich noch ein paar Namen. Ich muss mir demnächst mal neu überlegen. Okay, du hast gesagt, hier jetzt weiter rausgehen. Nach links und das nächste Gras wäre Zone 2. Das hier ist jetzt schon Zone 2. Ja,